Los, dann teilen wir ihm die freudige Nachricht mit. Robin, aufstehen! Was ist denn los? Du darfst gehen. Ja, Robin, du darfst gehen. Echt? Oh, boah, ich fühle mich auch echt gut. Komisch. Na gut, dann wollte ich mal aufstehen. Der Hammer. Wie schnell er einfach wieder gesund geworden ist. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Es ist der Hammer. Ich habe ihn nicht vorher gesehen. Ich habe eigentlich gesehen, dass er tot ist, aber so ist es natürlich viel besser. Aber das würde ich auch mal unterschreiben, Olga. Bruder, steh auf. Du kannst aufstehen. Komm, Robin. Auf geht's. Und, wie fühlst du dich? Ich bin noch ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber es ist ganz gut eigentlich. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal steht, nachdem sein Herz stillgestanden hat. Ich auch nicht. Jetzt müssen wir ihn beschützen, wir bringen ihn jetzt erstmal nach Hause. Okay, Anna, und ich habe auch eine Entscheidung getroffen. Echt? Und die lautet? Ich höre auf beim SEK. Echt? Danke, Robin. Gerne. Meine Familie ist mir einfach wichtiger als der Job. Und du hast recht, ich darf mich nicht mehr in so große Gefahr begeben. Okay, dann bin ich erleichtert. Oh Mann, das hätte ich ja nicht gedacht, dass er das macht. Aber na gut, es ist seine Entscheidung. Ja, das müssen wir respektieren. Mal gucken, wie die Jungs vom SEK das aufnehmen. Ich glaube, die werden sich nicht so freuen. Das ist mir egal. Ja, mir auch. Hauptsache, wir sind wieder glücklich. Oh Mann. Na gut, dann bringen wir ihn mal sicher hier raus. Und ich komme mit. Wir gehen zum Hause von Familie Bergmann, so wie ich das sehe. Ja, genau. Oh mein Olga, du siehst ja wirklich alles. Du bist der absolute Hammer. Bei Ihnen muss ich mich aber auch nochmal ganz speziell bedanken. Herr Bergmann, ich habe mit Ihrer Heilung fast nichts zu tun. Wirklich, Sie sind ein Wunderpatient. Sowas habe ich noch nie erlebt. Sie waren vor 2 Tagen noch tot und jetzt laufen Sie schon wieder. Was ist denn hier los? Ganz ruhig. Ich weiß es auch nicht. Anscheinend wollte irgendjemand, dass ich noch nicht gehe. Ja, verrückt. Ich freue mich wirklich sehr für Sie, aber passen Sie jetzt auf sich auf. Sie sind zwar in einer Top-Verfassung, was mir unerklärlich ist, aber Sie sollten trotzdem aufpassen. Werde ich machen, ich trete vom SEK zurück. Oh, okay, die Entscheidung respektieren wir natürlich. Dann wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Ich hätte natürlich aber noch eine Frage. Ja, und die wäre, wie geht's eigentlich dem Frank? Ja, dem geht's leider nicht so gut. Er redet zwar, aber er wird wahrscheinlich einen Schaden davon tragen, vom Hubschrauberabsturz. Und nehmen Sie mich nicht übel, aber ich glaube, er hat getrunken gehabt. Wir haben in seinem Blut ganz viel Restalkohol gefunden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird er auch seinen Job bei der Polizei aufgeben müssen. Oh Mann, der Arme. Naja, ich werde ihn in den nächsten Tagen mal besuchen kommen. Dann kümmern Sie sich gut um ihn und wir sind weg. Alles Gute. Alles Gute für Sie. Danke. Dann nichts wie ab nach Hause. Nein, Anna, ich will den Jungs vom SEK gleich Bescheid sagen, dass ich nicht mehr komme. Die zwei bringen mich ans SEK-Zentrum und dann auch wieder zurück nach Hause, also ich bin in Sicherheit. Und dann auch wieder zurück nach Hause, also ich bin in Sicherheit. Okay, wir treffen uns aber alle bei deinem Vater am Haus, denn er will uns irgendwas Tolles mitteilen. Okay, alles klar. Gut, dann treffen wir uns später vorm Hause von meinen Eltern. Genau, bis später, Robin. Komm, wir gehen jetzt ans SEK-Zentrum. Dort werden wir es den anderen mitteilen. Alles klar, dann nichts wie dorthin. Na los, sagen Sie schon, kennen Sie die zwei? Nein, ich kenne sie wirklich nicht, ich habe mit denen noch nie was zu tun gehabt. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Ach, der arme Typ, ich habe wirklich auch keine Ahnung, wer der Kerl ist. Lasst ihn gehen. Mann, so langsam glaube ich echt nicht, dass der Typ was damit zu tun hat. Mann ey, wäre doch nur Robin hier. Dann wüssten wir, was zu tun ist. Ich habe wirklich auch nichts damit zu tun. Lassen Sie mich bitte auch gehen. Hey, hör mal gut zu. Du wirst jetzt deine Klappe halten, denn du hast Robin überfahren, okay? Ja, stimmt. Mann, warum versuche ich es eigentlich noch? Und was ist jetzt mit mir? Darf ich endlich gehen? Ja, ich bin dafür, dass wir ihn gehen lassen. Er hat damit echt nichts zu tun. Weihnachtsmann, du darfst gehen. Hey, wer sagt, dass du das bestimmen kannst? Ich war Robins Stellvertreter, schon immer. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich, Freundchen. Nein, Freundchen, ich. Oh, Jungs, Männers, ganz ruhig, ganz ruhig. Da hinten kommt, glaube ich, die Lösung. Ha, sieh mal einer an. Von den Toten auferstanden. Herr Bergmann, wie geht's Ihnen? Ach ja, geheimnisvoller Dritter. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Nicht. Bringt mal die ganzen Leute hier weg. Robin, was mit dem Weihnachtsmann? Lass den frei, das ist ein armer Kerl, der ist ein normaler Weihnachtsmann. Hab ich doch gesagt. Okay, Weihnachtsmann, du darfst gehen.
Na, endlich! Ho, 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 ho! Danke, Herr Bergmann, Sie sind wenigstens vernünftig. Kein Problem. Könnten Sie jetzt bitte gehen? Ich muss den Jungs was mitteilen. Okay, alles Gute. Ihnen auch, Ihnen auch. Wir freuen uns, dass du wieder hier bist. Ja, Robin, du echter Hammer, dass du wieder hier bist. Ja, Mann, voll cool. Wir freuen uns echt, dass du das überlebt hast. Wir hatten große Sorge um dich. Jungs, ich muss euch was mitteilen. Es wird euch gleich nicht gefallen, was ich euch zu sagen habe. Robin, mach nichts Falsches. Meine Frau hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder ich bleibe beim SEK oder sie verlässt mich und ich habe mich entschieden. Robin, es war mir eine Ehre. Danke, Langfinger. Es war mir auch eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich trete vom SEK zurück. Hey Robin, das kannst du nicht machen. Wir brauchen dich als Chef. Bitte bleib hier. Komm schon. Nein, Jungs, es tut mir leid. Ich will mich jetzt wirklich mehr um meine Familie kümmern. Oh Mann, verdammt, aber ich kann's verstehen. Ja, natürlich können wir das verstehen, Robin. Das ist klar. Und wie soll's jetzt weitergehen? Wer übernimmt jetzt die Führung beim SEK? Ich kann's machen. Ach Quatsch, ich hab mir was überlegt. Es gibt eine gewisse Person hier, die wirklich, ich denke, es ist die respektvollste Person, mit der ich jemals zusammengearbeitet hat und sie hat mir mehrmals jetzt schon das Leben gerettet. Phantom? Ja, Robin. Was kann ich für dich tun? Du wirst die Kontrolle über das SEK bekommen. Dein Vater wollte es so und dieses Mal erfülle ich ihm den Wunsch. Du wirst der neue Chef. Und Langfinger, du bekommst als nächstes mein SEK-Outfit. Echt? Geil, Mann. Der Hammer. Sehr cool. Okay, Robin. Das mache ich natürlich. Ich übernehme die Verantwortung. Linus, ich will auch, dass du eine starke Führungspersönlichkeit wirst. Danke, Robin. Das werde ich machen. Wirklich, ich gebe mein Bestes. Seid ihr mit der Auswahl alle einverstanden? Ja, Phantom ist eine gute Wahl. Ja, Phantom ist der wirklich ein guter Chef, denke ich schon. Ja, ist gut. Ja, Phantom ist der Hammer. Auf jeden Fall, Robin. Wirklich. Yes, man. Auf jeden Fall. Robin ist ein guter... Phantom ist ein guter Typ. Er wird auf jeden Fall ein guter Chef werden. Ja, bin auch einverstanden. Dann steht's jetzt fest. Phantom ist euer neuer SEK-Chef. Und ich verabschiede mich. Ich gehe zurück zu meiner Familie. Ich wünsche euch alles Gute. Wir werden uns bestimmt mal wieder sehen. Genau. Alles klar. Vielen Dank, Robin, für alles. Du warst der Hammer. Du warst einer der besten Chefs, die es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Du warst für alle uns da. Und das werden wir dir niemals vergessen. Vielen Dank. Kein Problem. Ich bin weg. Gut, Jungs, ihr habt's gehört. Alle auf Alarmbereitschaft. Wir warten auf neue Einsätze. Okay, ihr habt's gehört. Phantom ist unser neuer Chef. Und dann machen wir das, was er sagt. Alle in Alarmbereitschaft. Das wird Robin bestimmt sehr schwer fallen. Oh Mann, der Arme, aber er hat sich richtig entschieden. Die Familie geht natürlich immer vor. Ja, das finde ich auch. Und dann haben wir auch wieder mehr von Papa. Ist der Hammer. Vielleicht kann er uns dann mal von seinen ganzen SEK-Geschichten erzählen. Die kennen wir ja gar nicht alle. Oh Mann, das war echt hart, aber ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Da bin ich. Und was gibt's Neues? Was wollt ihr uns erzählen? Warum sollten wir nochmal hierher kommen? Oh, dann kann ich ja jetzt loslegen. Ich als der neue Bürgermeister dieser Stadt. Hast du die Wahl etwa schon gewonnen? Nein, 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 aber es sieht sehr gut aus. Ich habe die Kinder davon überzeugt, dass ihre Eltern mich wählen und ich habe auch mit dem Arzt gesprochen. Also ich bin davon fest überzeugt, dass ich innerhalb der nächsten, ja, sagen wir mal, 2 Wochen Bürgermeister dieser Stadt bin. Und dann kann ich mir leider nicht mehr erlauben, groß Urlaub zu nehmen. Und deshalb, haha, habe ich für die ganze Familie Bergmann einen Urlaub gebucht. Echt? Und wo soll's hingehen? Wir gehen Skifahren. Jetzt liegt ja noch gar kein Schnee. Wie sollen wir denn jetzt Skifahren gehen? Wir fliegen in die Berge. Der Hammer. Und ich habe ja jetzt erstmal nichts zu tun. Von daher passt mir das ganz gut. Cool, jawohl. Echt? Und wir können auch mitkommen? Alle Bergmanns. Alle. Von klein bis groß bis uralt. Also uralt, so zähle ich mich. Und dann werden wir erstmal wieder richtig Urlaub machen. Wir brauchen eine Auszeit. Die letzten Monate, Jahre waren viel zu anstrengend. Wie viele Sachen haben wir schon gemeinsam erlebt? Wie viele gefährliche Abenteuer? Oh Mann, ich kann sie gar nicht mehr alle aufzählen. Ho, 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 dann hören wir doch mal gut zu. Ja, das wird bestimmt cool. Ein Skiurlaub, das habe ich auch noch lange nicht mehr gemacht. Aber Skifahren kann ich gar nicht so gut. Es ist kein Problem. Das kriegen wir alle zusammen wieder hin. Wir werden es lernen, aber wir brauchen natürlich dann alle Unterstützung, dass auch jeder auf den Skiern bleibt und nicht abschmiert. Haha. Ich werde nicht abschmieren, keine Sorge. Da freue ich mich drauf, das wird der Hammer. Das wird bestimmt eine lustige Zeit. Oh ja,
Das wird schön, mit der ganzen Familie mal wieder Zeit zu verbringen. Ich hab gewusst, dass ihr euch freut. So, so, dann ist das Haus von Familie Bergmann also alleine über Weihnachten. Dann wissen wir ja, welcher Nikolaus bald vorbeikommt. Jetzt aber nicht sie weg hier, nicht, dass sie mich noch sehen. Ho, ho, ho. Olga, du bedeutest mir schon so viel. Ich will schon so reden wie du. Ja, Ali, ich merke es. Du magst so reden wie ich. Du bist mein Traummann. Und du bist meine Traumfrau, Olga. Du liebst Döner, du liebst mein Lokal, du liebst mich, also was soll's? Wollen wir nicht zusammenkommen? Doch, Ali, lass uns zusammenkommen. Endlich habe ich meine Traumfrau gefunden. Endlich. Perfekt. Der russische Akzent steht dir sehr gut, Ali. Sehr, sehr gut. Ho, ho, ho. Viel Glück euch zwei. Danke, lieber Weihnachtsmann. Danke. Moment, Ali. Moment, ich kann noch was sehen. Ich kann etwas sehen. Was siehst du, Olga? Ich sehe, dass dieser Weihnachtsmann irgendwas im Schilde führt. Er hat irgendwas vor. Das glaube ich nicht. Dieses Mal bist du bestimmt von deinen Gefühlen übermannt worden. Du bist so verliebt in mich. Der Weihnachtsmann war ein lieber Typ. Der hat nichts vor. Wenn du meinst, Ali, ich sehe nichts Gutes. Ich sehe nichts Gutes. Er hat irgendwas Böses. Er hat irgendwas im, führt irgendwas im Schilde. Er wird aber vielleicht sein Outfit ändern. Vielleicht wird er irgendwann nicht mehr als Weihnachtsmann auftauchen. Schauen wir es mal ab. Ich kann mich aber auch getäuscht haben. Ich bin so verliebt in dich, Ali. Und dich und ich in dich, Olga. Meine Zimtschnecke, mein Zuckerstück, mein Lamachun, meine türkische Pizza, mein Döner und mein Zwiebelring. Du bist die Beste. Und du bist der Beste, Ali. Alles Gute. Ich wünsche mir, dass wir für immer zusammenbleiben. Das wünsche ich mir auch, geliebte Olga. Das wünsche ich mir auch. Und wir könnten ja auch schon mal bald einen Ausflug machen in die Türkei. Da könnten wir mal schön am Strand ein bisschen in der Sonne brutzeln. Es wird langsam kalt, Ali. Vielleicht sollten wir lieber in Richtung Südamerika fliegen, nach Brasilien. Oh, das wäre auch schön. Ho, 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 ho. Also wäre auch die Dönerbude leer. Dann schauen wir mal, was der Weihnachtsmann dort noch im Schilde führen wird. Ho, 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 ho. Vielleicht bin ich ja doch nicht so nett, wie ich aussehe. Komm, Ali, wir machen uns auf den Weg. Auf in die Ferien!